Hallihallo, willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge des Street Odyssey. Und auf geht's zu Perikles' Haus. Mal gucken, ich meine, wir haben hier noch sehr, sehr viele andere Fragezeichen rumhängen in der Stadt. Und ich habe schon wieder vergessen, dass hier drüben noch irgendwo Truhen waren, ne? Die ich aufgedeckt hatte. Naja, egal. Gefängnis. Irgendwas verrät mir, dass wir hier bestimmt noch mal rein müssen. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ja, ein Schritt zurück. Das ist zu nah. Ich bin schon lange weg. Ja, mal schauen, was wir jetzt hier bei Perikles auf dem Symposium alles machen können. Ich weiß noch nicht, wie viel ich da zu sehen sein werde, weil ich denke, dass es da einige Gespräche gibt. Und ihr wisst ja, wie ich bin. Gespräche fände ich einfach schön, wenn man da alle ordentlich sieht. Deswegen mache ich mich da ja immer weg. Würde ich jetzt hier aber auch wieder machen. Wir beobachten dich, Söldnerin. Naja, mach das mal. Phoebe? Cassandra, du hier? Phoebe! Du hast versprochen, dass wir uns wiedersehen und jetzt ist es soweit. Was machst denn du hier? Ich habe auch gesagt, halte ich aus Ärger raus. Eben. Und das habe ich. Na gut, die meiste Zeit jedenfalls. Mitten in Athen während einer Belagerung der Spartaner sein, heißt aus Ärger raushalten? Phoebe, Mensch. Wie bist du überhaupt hergekommen, Phoebe? Tja, ich habe etwas Geld verdient bei Magos. Also hast du für die Überfahrt bezahlt? Nicht so ganz. Phoebe? Ich brauchte ja Geld für die Zeit nach meiner Ankunft hier. So eine Überfahrt ist teuer und ich wollte nicht noch länger warten, also schlich ich auf ein Schiff. Keine Sorge, niemand weiß davon. Unglaublich, dass du es geschafft hast. Ich erinnere mich kaum noch an das Athen aus meiner frühen Kindheit. Aber ab und zu kommt mir irgendwas bekannt vor. Das mag ich. Ich fasse nicht, dass du hier bist. Ich auch nicht. Unglaublich, dass wir beide hier in Athen sind. Es ist ganz anders als auf Kephallenia. Aber was machst du denn hier? Ich helfe bei der Vorbereitung. Ich muss sicherstellen, dass du all deine Waffen hier lässt und das hier anziehst. Also arbeitest du quasi für Perikles? Nein, für Aspasia. Wer oder was ist Aspasia? Ich verstehe nicht, warum ich mich umziehen muss. So läuft das hier eben. Erst fühlt es sich komisch an, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Und meine Waffen? Keine Sorge, ich passe auf sie auf. Du willst denen doch keine Angst einjagen. Naja. Ja, warum eigentlich nicht? Hä? Wie kommt es, dass du für Aspasia arbeitest? Naja, es gab da so ein paar Probleme, nachdem ich in Athen angekommen war. Ich war sowas wie die Anführerin einer Waisenkinderbande, die Aspasia reinlegen wollte. Über. Aber wir wussten nicht, wer sie war. Und du brachtest sie dazu, dich einzustellen? Nein, das war ihre Idee. Du hast Glück gehabt. Oh ja. Ich schätze, ich wäre dann bereit. Bist du nicht? Also nicht so jedenfalls. Die Athener erwarten, dass du versuchst, dich anzupassen. Aber keine Angst, ich habe das Richtige für dich. Ich ziehe mich um. Passt du bitte hier auf meine Sachen auf? Klar. Leg die Waffen einfach in die Ecke. Ich komme wieder, wenn du fertig bist. Bestimmt ein schicker Fummel, sagt Bedkett. Das ist, schauen wir mal. Ich fühle mich wirklich nicht wohl. Hübsch. Jetzt siehst du aus wie alle hier. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist das der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit, reinzugehen. Keine Sorge, du hast Schlimmeres überstanden. Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen? Keine Waffen. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht, ohne dich zu verabschieden.
Habe ich das letzte Mal auch nicht gemacht, Filbert. Kann ich nochmal mit dir reden? Du bist gerade gekommen. Du kannst nicht gleich wieder gehen. Entschuldigung. Herr, wir sprachen gerade über Hermippos Fehler bei der Anklage von Aspasin. Du vielleicht. Ich habe mit offenen Augen geschlafen. Ach da. Ja, komm und rede du mit diesem lästigen Luftabsonderer. Ich habe genug. Vielleicht später. Erkläre mir erst noch einmal deinen Stand. Oh. Was? Wie? Na, egal. Ich habe viel zu viel zu tun. Verschwinde, raus aus meiner Küche. Entschuldigung. Also hier draußen war anscheinend irgendwie Olivenöl und das haben wir jetzt... Naja, egal. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Vielleicht sollte ich erst mal mit Perikles reden. Ach so, ja, stimmt. Der hat mit der Wand geredet. Also muss die Wand ja wieder Ohren und Mund haben. Na gut, komm, lass uns mal mit Perikles reden. Ich glaube, ich muss dann mit den anderen nachher erst reden. Ich dachte halt, okay, ich versuche mit den anderen Leuten vorher zu reden. Damit wir da nichts verpassen, aber ja, so wie es aussieht, dürfen wir das nicht. Chere Cassandra, die mächtige Söldnerin und Reisende hat endlich ihren großen Auftritt und nur ganz leicht verspätet. Herodotos, Athena machen keinen Hehl daraus, wenn ich nicht willkommen bin. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass dich von der Gesellschaft hier bloß nicht einschüchtern. Sicher nicht. Perikles ist kein König. Er braucht die Liebe dieser Gäste, damit das Volk ihn auch liebt. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophokles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien. Ausgerechnet Komödien, Euripides. Sieht eher nach einem Streit unter Liebenden aus. Hermippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm, Protagoras, ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Sokrates ist nicht so toll. Sokrates einzuladen ist eine gute Art, allen den Abend zu versauen. Es überrascht mich, dass man ihn hier reinlässt. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Thrasymachos. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt.
Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Kriegerin, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. Oh, Alkibiades, dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe. Nimm dir bitte Alkibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also, sag mir, was hält eine Söldnerin wie du von einem Fest wie diesem? Alkibiades kommt mir interessant vor. Feiern sind nicht so meine Spezialität. Ja. Es wird sicher eine lange Nacht. Bei Feiern sollte man trinken, bis man kotzt und keine Gedichte vortragen. Diese Leute hier sind alle so sauber. Wenn diese Gäste nicht nach deinem Geschmack sind, dann konzentriere dich darauf, warum du überhaupt hier bist. Hab Dank, Herodotos. Nun, wenn du mich entschuldigst, Perikles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was dein Bruder gesagt hat. Sehr gut. Er muss davon erfahren. Ich bleibe hier und höre mich um. Ich hoffe, sie wissen etwas über deine Mutter. Ich glaube nicht, aber... Ich auch. Mehrere Quests angenommen. Also sind nicht die Reichen und Mächtigen, sondern die Götter der Ursprung der Gesetze? Was? Nein! Hast du mir überhaupt zugehört? Ich vermute, du bist hier, um mich für meinen Kampf mit Euripides zu verhöhnen. Das war kein Kampf. Ich suche nach Hinweisen. Du bist ein reiches, arrogantes Arschloch. Spar dir das. Ich suche nach Hinweisen, die mir helfen, eine Spartanerin zu finden. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosow. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Also, wir füllen ihn ab und dann redet er? Das klingt eher nach einem Argiva als nach Athena. Beeindruckend, Fremde. Euripides stammt aus Argos. Na schön. Wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Woher kennst du Perikles? Ich schätze, du wolltest fragen, woher kennt Perikles dich? Ich bin der größte Dramatiker des Landes, Mentor des Euripides, Verehrer des Asklepios, Vater des Theaters und so weiter und so fort. Er fühlt sich sicher geehrt, dass du dich in seiner Küche versteckst. Ach, die ist aber auch gut. Die Sache mit Euripides lässt dich nicht los. Seid ihr wirklich nur Freunde? Ich bin nie nur irgendetwas Fremde. Doch ich gebe zu, Euripides und mich verbindet mehr als Brüderlichkeit. Warum er sich mit diesem Jüngling Aristophanes abgibt, das weiß nur er. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht und es ist erschreckend belustigend. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Na, aber echt? Sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Solange die Feier dann nicht bei mir stattfindet, ist alles okay. Können die Leute sich betrinken und kotzen.
Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir vielleicht helfen? Tja, wir müssten eigentlich den lieblichen Wein nehmen, ne? Aber wir wollen ja, dass Euripides redet. Vielleicht ist da der trockene Wein besser, weil er sich dann nicht so um Aristophanes kümmern muss und sich vielleicht nicht so schämt, sondern es einfach nur besoffen ihn macht. Ich suche den besten trockenen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich hab viel zu tun, ja? Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich kann es doch auch nicht sagen. Ich danke dir für deine Hilfe. Gar nichts gemacht. Scharfe Informationen von Alcibiades. Was haben wir? Ich muss erst mal gucken, was wir jetzt an Möglichkeiten haben. Mach Euripides betrunken. Öl und Liebe. Beschaffe Informationen von Alcibiades. So, mehr habe ich nicht, ja? Gut. Dann. Alki! Wie geht's? Was? Was? Was geht da vor sich? Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh. Was? Wen haben wir denn da? Welche Autorität und diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Aha. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Die Feier kam mir ziemlich zahm vor, selbst für Athena-Verhältnisse. Bis jetzt. Sollen sich ihre großen Geister treffen? Ich treffe doch lieber andere Dinge. Ali, wir haben kein Öl mehr. Ali? Du weißt, dass sie dich lieben, wenn sie dir Spitznamen geben. In der Küche ist noch Olivenöl. Aber Aspasia hat etwas dagegen, wenn ich so völlig unbelastet durch ihr Symposion streife. Du meinst nackt. Es klingt so gut, wenn du das sagst. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter um ihre Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir alles. Wir müssen uns... Vergnügen wir uns! Genau. Was sagst du? Feierst du mit? Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns drauf einlassen, auf das alles. Vielleicht sind die Leute dann einfach gesprächiger. Wir müssen ja schließlich eine von ihnen werden. Zeit für etwas Spaß. Aber du wirst mir aus diesen unbequemen Athener-Gewändern helfen müssen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege? Es gibt noch eine Ziege? Das ging ja schnell.
jetzt zufrieden. Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Die Hetären. Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth, doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert. Ali! Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Antusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. Warum bleibst du? Antusa in Korinth. Das ist nicht viel. Aber ein Anfang. Ah. Und Liebe. Einfach mal so, 21.000 XP. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist mit Euripides. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich nicht will, dass... Also ich will nicht, dass sein neuer Lover oder so quasi sich zum Eimer macht, sondern ich will, dass ich mit ihm was anfangen kann und er mir Infos gibt und er gesprächig wird. Natürlich verwende ich Begriffe wie Krieg, Gott oder Anstand nur im Kontext des Beobachters. Ich sehe, wie Soldaten kämpfen, doch hilft mir das zu begreifen, was Krieg wirklich bedeutet? Nein. Dich habe ich hier noch nie zuvor gesehen. Magst du mich vielleicht von dieser irrwitzigen Unterhaltung erlösen? Ja, lass uns reden. Worüber denn? Bevor Protagoras das Thema wechselte, sprachen wir über den nächsten großen Anführer von Athen, Kleon. Ich sah Kleon auf der Pnyx sprechen. Er ist ein wahrer Mann des Volkes. Oh, du besitzt politischen Verstand. Und sicherlich mehr als die meisten der elitären Wichtigtuer in diesem Haus. Ich nehme an, ihr seid keine Freunde von Perikles. Wohl kaum. Hermippos hat Aspasia vor dem Scherbengericht angeklagt, um Perikles seiner Macht zu berauben. Hat nicht geklappt. Perikles ist Vergangenheit. Er sorgt sich mehr um ein paar wertvolle Statuen als darum, diesen Krieg zu gewinnen. Kleon wird die Stadt übernehmen und wieder zu altem Glanz führen. Merkt ihr das? Die nächsten nationalistischen Populisten, ja? Ich suche nach Hinweisen, um eine Frau zu finden. Eine Spartanerin. Suchen und finden sind nicht das Gleiche. Meinst du nicht auch? Ich kann einen Priester beobachten, der den Göttern opfert. Doch habe ich damit auch selbst zu den Göttern gefunden, oder? Ach, vergiss es. Übrigens, wenn man den Bruder spielen würde, ist Ali... Alkibiades ist dann genauso. Ah ja, okay. Na gut, man kann ja hier vollkommen nach Belieben in Odyssee gleichgeschlechtlich oder intergeschlechtlich Liebesbeziehungen oder kurze Romanzen und Avancen machen. Das funktioniert ja hier alles ganz gut. Wenn du ein Freund Kleons bist, wieso lädt dich Perikles ein? Du bist nicht aus Athen, Fremde. Hier halten wir uns unsere Feinde nah.
Halt dir deine Freunde nah und deine Feinde noch näher. Mhm. Warum ist Aspasia nicht hier? Kannst du dir da wirklich sicher sein? Ihre Anwesenheit zu beobachten garantiert nicht, dass sie hier ist. Meiner Meinung nach würde es zu ihr passen, im Schatten zu lauern, während wir hier im Licht stehen. Mhm. Das war sehr sinnlos. Chere. Das war sehr sinnlos. Ich danke dir für deine Hilfe. So, immer ich getan habe. Da ist immer noch niemand. Da ist die Kleine. Ah, die Söldnerin vom Scherbengericht. Wir reden später. Da haben wir auch niemanden sonst. Ich muss erst noch mal ein bisschen gucken. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo was raus, weil das Gespräch jetzt war ja auch nicht über eine Quest angezeigt, sondern, naja, war halt außerhalb der Reihe. Nicht, dass sich hier oben noch irgendwie Leute verhüdelt haben. Mit denen wir quatschen können. Sieht nicht danach aus. Okay, ich muss das probieren. Ihr kennt das. Ich schätze mal, dass die jetzt hier oben sitzen. Ja, da ist Perikles. Okay, nee, Perikles lassen wir natürlich in Ruhe. Ist klar. Kann nicht mal hier drüber springen. Ach, bist du langweilig geworden, Cassandra. Du hast dich total verändert. Du bist so lame geworden. Na dann. Ein neues Gesicht in Perikles Gefolge. Das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Kleon gesehen haben. Ich nenne sie Oranger Affe. Sag an, was hält es davon? Das klingt wie Trump. Man kann vieles sagen, aber es ganz gewiss nicht. Wie soll ich dich denn nennen, Kreatur der vielen Namen? Cassandra. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Cassandra. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh bitte, stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Mhm. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Du und Aristophanes seht beide durstig aus. Spielen wir ein Spiel. Eine Art Trinkspiel? Ah, wunderbare Idee. Euripides ist schweigsam, doch er lehnt keine Herausforderung ab. Nun, wenn du uns etwas Wein bringst, wäre ich nicht abgeneigt, diesem Jungspund zu zeigen, wie ein Agiva trinkt. Perikles hat euch alle aus einem Grund eingeladen. Entweder speisen wir hier und ehren Perikles, oder wir gehen zu Kleon. Doch Kleon hat den Charme eines typischen Politikers. Grässliche Stimme, kein Anstand und vulgäre Manieren. Mhm. Warum entschuldigst du dich nicht bei Sophokles? Er sollte sich bei dir entschuldigen. Sophokles ist ein Freund. Und ein guter Freund ist so gut wie eine ganze Familie. Er braucht lediglich Zeit, um sich von seinem Ausbruch zu erholen. Auf Dionysos! Ja, das ist köstlich.
Das ist der Nektar der Götter. Noch eine Runde. Willst du noch mehr? Das ist ja ein super Trinkspiel. Trink. Trink noch eins. Trink noch eins. Das muss Perikles bester Tropfen sein. Wie heißt es so schön? Guter Wein schafft gute Freunde. Warum entschuldigst du dich nicht bei Sophokles? Er sollte sich bei dir entschuldigen. Sophokles ist ein Freund. Und ein guter Freund ist so gut wie eine ganze Familie. Er braucht lediglich Zeit, um sich von seinem Ausbruch zu erholen. Perikles hat euch alle aus einem Grund eingeladen. Ich muss einfach noch mal fragen. Wir hier und ehren Perikles, oder wir gehen zu Kleon. Doch Kleon hat den Charme eines typischen. Okay. Bereit für den nächsten? Wahrscheinlich sollten wir nicht einfach alle Sachen am Anfang fragen, sondern erstmal die Zungen etwas lockern. Das ist das beste Symposion seit einer ganzen Weile. Weißt du was? Ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ich weiß es. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Oh, dann gingen sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Hippokrates in Argos. Ich komme. Dionysos, da bist du ja. Die anderen sind langweilig. Spielen wir ein Singspiel? Singst du gerne? Ja, du liebst es. Ja, so ist es. Wie stellst du dir das vor? Einer von uns singt, dann der nächste und dann wieder von vorn. Wir reimen abwechselnd Verse und wer die besten reimt, hat gewonnen. Ja, auf geht's. Fangen wir an. Ich will auch mitsingen, aber wer fängt an? Euripides sollte anfangen. Es war seine Idee. Gut, gut. Aber etwas gut. Ein Schlachtlied? Ja, gibt es denn noch andere? Nein, es gibt nur Schlachtlieder. Aspasias Launen, sie sind flink wie Fähnchen im Wind. Und Perikleses Wall, der sperrt nur ein uns darin. Die Horden Spartas blutrot, fressen Frauen und Kinder wie Brot. Gar nichts hält sie auf, sie stürmen die Mauern zuhauf. Perikles ist der Tod unserer Stadt. Und so bringt eure Händler und bringt eure Diener. Und sind es Söhne, so bringt ihre Väter. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Krieg. Bringt die Mörder in den Fluss, den Blutroten, und wenn sie trinken, dann bringt die Heloten. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Sammelt die Schwachen und stopft ihre Münder. Wir sind Hades, Opferverkünder. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Und wollen sie Blut, dann sollen sie's kriegen. Ich stech sie ab und lass sie bluten. Es ist Krieg, 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 Krieg. Die nutzlosen Kehrer, die klugen Lehrer, alles nur Fleisch und Saft und Leber. Also greift eure Dolche und eure Speere, denn sie bringen euch die Heldenehre. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Es ist Krieg, Krieg, Krieg! Krieg, Krieg, Krieg!
genug. Du singst ausgezeichnet. Wirklich? Du solltest in meinen Stücken auftreten. Hier, nimm dies zur Erinnerung an diesen Abend. Diese Feier verlief wesentlich besser, als ich es je erwartet hätte. Es war super. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Du solltest Hippokrates in Argos finden. Er hilft dir bestimmt. Gut, das mach ich. Mach es sofort. Ich danke dir für deine Hilfe. Aber vorher muss ich Sophokles zurück. Und Euripides? Ist der schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Ja, natürlich. Also klar, die haben gegen Perikles gesungen. Genauso ist es. Aber sie haben ja auch ganz offen gesagt... Sie haben ja ganz offen gesagt, was los ist, nämlich, dass sie überhaupt keine Lust haben, irgendwas anderes zu machen, als eigentlich dem zu frönen, was sie können. Und der ihnen das ermöglicht, der macht's halt. Oder für den sind sie halt. Ne? Und dementsprechend jetzt hier, Perikles macht super Empfänge oder Feiern oder sonst irgendwas. Die von Kleon sind langweilig und bäh. Also war es eben wichtig, oder für sie richtig hierher zu gehen. Aber anscheinend mit ihrer Politik oder mit seiner Politik stimmen die nicht wirklich überein. Aber naja, gut. Gut, nach diesem vielen Krieg, würde ich sagen, machen wir mal kurz eine Pause von der Folge. Und danach schauen wir mal, was Sokrates uns zu sagen hat. Beziehungsweise, was wir da wieder für einen Streit schlichten müssen. Und dann geht's vielleicht irgendwann zu Perikles. Bin mal gespannt wie so ein Flitzebogen. Bis dann. Cheerio. Ciao.